Oh Gott. Weil der Winston ist ja sehr jung noch, ne? Deshalb. Er sieht halt älter aus mit Bart. Aber naja. Hallöchen aus großen Stein. Es geht jetzt viel zu schnell, merke ich. Disney Quiz, das finde ich auch mal und toll. Star Wars Quiz kommt ja auch immer häufig. Oh, stimmt. Wir sind eine Buka-Familie. Genau, das sind wir, die Quiz-to-Alive-Buka-Familie. Dass das noch aktuell ist, Annika, finde ich toll. Es hört nicht ab, das ist auch das ist Sommer gewesen, ne? Das ist ja jetzt schon ein Dreivierteljahr. Der Chat vergisst nie. Aber bevor wir euch meine Crystal Life Familie, wollte ich noch was sagen. Hallo und herzlichen guten Abend zur zweiten Show für diesen Dienstag. Mein Name immer noch Jan Trauer, hat sich nicht geändert. Und immer auch noch dabei an der Technik, die bezaubernde Annika. Hello, hello. Hallöchen, seid herzlich gegrüßt. Ihr wisst ja, dienstags um 5 Uhr haben wir meinen Sportquiz. Das ist immer sehr interessant, finde ich natürlich, weil da gibt es immer viel zu gewinnen. Weil ich sage mal direkt, was haben wir denn im Preispott? Den müssen wir doch direkt mal verraten. 300 Euro. 300 Euro, liebe Leute. Und die Welt legen los. Es geht um 300 Euro. Volle Konzentration. Sport. Los geht's. Bei welcher Sportart hat man einen Helm auf? Eishockey, Fußball, Handball oder Beachvolleyball? Ja, interessante Frage. Wir fangen ja mal leicht an. Das wisst ihr ja. Mit dem Helm beim Beachvolleyball wird es schon sehr warm, glaube ich. Ja, da hat man ja schon kaum Kleidung an. Handball auch, das passt einfach nicht. Die einzige Sportart, die halt ein bisschen gefährlich ist, weil es auf Eis ist, ist natürlich Eishockey. Und auch wegen dem Puck, oder? Ja, auch wegen dem Puck, der ist ja steinert. 9007 Leute, schön, dass so viele wieder mit uns hier mitspielen. Das freut mich und ich wünsche euch wirklich einen wunderschönen guten Abend. Da kamen gerade noch ein paar dazu, die haben den Push ein bisschen später bekommen. Tut uns leid, aber morgen sind wir wieder live dabei. Ist ja Länderspiel morgen übrigens, nicht vergessen. Weiter geht's zur Frage Nummer 2. Mit welchem Sport verbindet man die NBA? Ist das Bowling oder Basketball? Da bin ich sogar noch dabei. Man kann ja mal dann messen, wie schwierig ein Sportquiz ist, ob ich bei Frage 3 oder Frage 4 rausfliege ungefähr. Aber das hättest du noch gewusst, ne? Frage 2 kriege ich noch gut hin. Das ist nämlich die National Basketball Association. Also Basketball ist hier gesucht. Und das wussten wir viele, das wussten auch fast alle. Sehr gut. Bei Frage 3 hat Annika gesagt, hättest du schon ein bisschen Probleme gehabt. Ja, ein paar andere habe ich vielleicht noch geschafft, aber da bin ich tatsächlich nicht gut. Ist wahrscheinlich ein bisschen peinlich, das hier im Sportquiz zuzugeben. Aber ihr könnt das, glaube ich. Frage 3. Mit welcher Rückennummer läuft Cristiano Ronaldo auf? 7, 17, 27 oder 37? Und ich habe der Annika erklärt, er hat ja so ein Markenzeichen, also Buchstaben und Zahlen, womit er sich, du siehst das wahrscheinlich schon oft im Chat jetzt auch. Klar. Das, was ist es denn, Annika? Wie nennt er sich? CR7. Genau, und 7 ist natürlich auch seine Rückennummer, deshalb ist 7 ja auch korrekt und das wussten fast alle. Ein paar haben auf die 27 und auf die 17 gedrückt. Eieiei. Rettungsring könnt ihr noch benutzen, liebe Leute. Und vor der vierten Frage möchte ich, dass ihr euch dieses Bild ganz genau anguckt. Welche Rugby-Nationalmannschaft ist das? Neuseeland, Wales, England oder Schottland? Und guck mal, wie toll der Chat ist, weil die denken so ein bisschen um die Ecken. Weil guck mal, was die alle schreiben. Die schreiben alle Haka. Und das habe ich dir erklärt, das ist dieser Einschüchterungstanz von dieser Nationalmannschaft. Und wie der Chat schon richtig sagt, ist das Neuseeland, diesen Hacker-Tanz machen. Das wussten auch fast, das wussten auch die meisten. Wales sind hier noch ein paar rausgeflogen. Wales hat aber keine schwarzen Trikots. Das sind die All Blacks, nennen sie sich, glaube ich, auch. Frage 5 ist passend zum heutigen Champions-League-Spiel. Die könnt ihr, glaube ich, auch noch. Welcher Verein hat mehr Champions League-Titel gewonnen? Manchester City oder Real Madrid? Helene Fischer schreibt einer. Nee, die ist nicht in der Auswahl dabei. Der Chat scheint es zu wissen. Real Madrid natürlich, ganz klar, mehr Titel gewinnen. Und das wussten auch die meisten. 6085. Gehen wir uns zur sechsten Frage. Und vor der sechsten Frage gibt es wieder ein Bild, wo ihr ganz genau hingucken müsst. Achtet auf die Kleinigkeiten. Frage 6. Welches Stadion sahen wir im Bild? Wembley Stadion, Stade de France, Camp Nou oder Emirates Stadium? Wo liegt denn das Camp Nou, Annika? Barcelona. Richtig. Emirates Stadium. London, habe ich heute gelernt. Sehr gut, ist das Arsenal Stadion. Und Wembley? Das hätte ich gewusst, London. Genau, aber das, was wir gesehen haben, wo steht das denn? In einem Fort vor Paris. Genau, und das ist das Stade de France. Ui, 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 ui. Einige verloren. Oh, Rettungsring könnt ihr noch benutzen. Wir gehen jetzt in die letzte Frage, wo ihr euren Rettungsring noch anwenden könnt.
Und vor Frage 7 gucken wir uns wieder ein Bild an. Ins. Das solltet ihr wissen. Wie heißt der Formel 1-Fahrer? Lance Stroll, Sergio Perez, Lewis Russell. Ich sehe schon Vettel im Chat. Das ist nicht richtig. Nee, Vettel ist es nicht, aber ich sehe die richtige Antwort schon sehr oft im Chat. Das ist ja der Herr, der einen sehr reichen Vater hat, der ihn, ich glaube, letztes Jahr sehr viel gesponsert hat. Und du hast ja richtig gesagt, man braucht ja viel Geld in dieser Sportart. Boah, also jedenfalls, um da mal anzufangen, ist jetzt nicht so eine einfache Ausrüstung. Ne? Nee, das reicht nicht, Fußball, Schuh und Ball. Kanadier seit 2021 bei Aston Martin, Lance Stroll. Das wussten wir um die meisten. Sehr gute Arbeit. Denkt dran, wir gehen jetzt in die 8. Frage und dort könnt ihr nicht mehr den Rettungsring anwenden. Also ihr seid komplett auf euch allein gestellt, aber ich glaube, das kriegt ihr auch noch hin. Frage 8. In welchem Sport ist Ronnie O'Sullivan eine Legende? Dart oder Snooker? Ich glaube Snooker, oder? Guckt ihr den Chat an. Der Chat ist heute sehr drauf. Und jetzt schon das Länderspiel, um sich da Tipps zu geben. So sollt ihr es auch im Länderspiel machen. Morgen, wenn wir Länderspiel haben, sagt die richtige Antwort im Chat vor, so schnell wie... Keine falschen Antworten im Chat vor, das ist das Wichtigste. Aber Ronnie O'Sullivan, Legende im Snooker natürlich. Und das wussten auch 2434 Leute, 560 in Rettungsring noch benutzt. Sehr gut. Jetzt kommt ein Video mit einem legendären Augenblick. Guck genau hin. In welchem Jahr geschah dies? 1990, 1992, 1994 oder 1996? Da schreibt jemand 10.000 Meter Lauf. Das ist nicht richtig. Das war ein 5.000 Meter Lauf. Und damals gewann Dieter Baumann, Olympiasieger. Und die Kommentatoren sind ja komplett ausgerastet. Aber wir suchen ja das Jahr. Und das Jahr war 1992. Und das wussten auch wiederum die meisten. Tolle Arbeit. 1.800 und... 76 gehen mit uns in die letzten drei Fragen. Final Countdown, Frage Nummer 10, Handball. Welcher Handballer wurde nach Olympia 2016 ins All-Star-Team gewählt? Silvio Heinevetter, Christian Dissinger, Finn Lemke oder Uwe Gensheimer? Ich finde immer witzig, wenn bei den letzten Fragen immer kommt, woher weiß man sowas? Weil ich finde, das ist bei allen Quizzen mal so, am Ende kommen so komisch spezifische Fragen, dass man da... Ja, aber das kann man vielleicht noch wissen. Da gewann ja Deutschland übrigens Bronze bei den Olympischen Spielen. Und der Linksaußen spielt eine überragende Saison, damals bei PSG. Gensheimer ist richtig und das wussten 1188 Leute. Sehr gut. Relativ viele, die noch dabei sind. Ah, nur noch zwei Fragen. Mal sehen. Noch zwei Fragen, wirklich. Mal sehen. Toi, toi, toi. Wie viele Grand Slam-Titel gewann Steffi Graf? 18, 20, 22 oder 24? Und ich habe das mit Annika auch diskutiert. Was eine Sportlerin, was eine Frau. 107 Titel hat die insgesamt gewonnen. Und jetzt schaut euch an. 377 Wochen insgesamt auf Weltranglisten Platz 1. Wahnsinn. Verrückt. Und 22 Grand Slam Titel. Wow, 856 Leute. Ihr geht mit uns in die letzte Frage. Frage 10. Mal sehen. Welcher Verein spielt nicht in der DEL? Ravensburg Tower Stars, Schwenninger Wild Wings, Bietigheim Steelers oder Fishtown Penguins? Bin ich mal gespannt. Eishockey, FC International, Fishtown Penguins. Ja, die kamen auf Platz 6 in der DEL, also eine relativ gute Saison. Bietigheim Steelers, Platz 13, aber auch DEL. Jetzt hängt es zwischen Ravensburg und Schwenningen. Schwenningen kam auf Platz 14, aber Ravensburg spielt in der zweiten DEL und verpasste knapp den Aufstieg. Wie viele haben gewonnen? 451 Leute. Herzlichen Glückwunsch. Toll, dass so viele gewonnen haben. Es gibt 67 Cent. Nicht schlecht. Man kann immer gerne auch spenden, meine lieben Leute, ans Rote Kreuz immer noch. Und wir lesen natürlich ein paar von euch tollen Quizern vor. Klausi Mausi, der Erste. Marc Graf, 1977. 6 Gimminga. Guest 95, Rangnaraku, Hardy 69, DI, Pupskopf 13, Jubo 29, Modi 2011 und BMW 2er. Herzlichen Glückwunsch und schön, dass so viele Leute mitgespielt haben den kompletten Abend. Denkt an, morgen ist das Länderspiel um 20:15 Uhr und haltet auch gerne auf QSDL Instagram Official auf uns. Guckt auf uns, weil da haben wir ab und zu ein paar neue Themen und ihr könnt auch eure eigenen Fragen bald stellen. Stimmt's, Annika, oder habe ich recht? Du hast recht, wie immer. Sehr, sehr gut. Annika, danke für den wunderschönen Abend. Jetzt könnt ihr euch in Ruhe hinlegen. Bleibt gesund. Bis morgen. Tschüss. Bis dann.
Ja, da bin ich ja heute für Sport relativ weit gekommen für meine Verhältnisse. Ja gut, diese Stadiongeschichte da. Wie gesagt, das ist überhaupt nicht mein Thema. Na gut, dann gucken wir mal nach, wie wir denn morgen uns schlagen bei dem Länderquiz. Ja, das letzte Mal waren wir ja nicht sonderlich gut. Mal gucken, ob das dieses Mal besser wird. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.